Guten Tag, ich darf mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Markus Berghoff. Ich bin ärztlicher Direktor der katholischen Kliniken im Märkischen Kreis und möchte Ihnen kurz die Situation schildern, wie wir uns derzeit auf die Corona-Pandemie vorbereitet haben und wie die Vergangenheit gelaufen ist und wie die Zukunft hoffentlich laufen wird. Wir haben schon sehr früh im Februar mit einem Krisenstab uns zusammengesetzt und eben für unser Haus einen Vier-Stufen-Plan entwickelt, in dem wir eben entsprechend der Patientenzahlen, die Corona-positiv gewesen sind, reagieren konnten. Dementsprechend nach der Verhängung des Besuchsverbots durch den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen haben wir dann Bereiche definiert, wo wir entsprechend Corona-Patienten untergebracht haben, sowohl im stationären Bereich als auch im stationär-intensivmedizinischen Bereich. Wir haben in der Zeit viele Patienten behandeln können in beiden Betriebsstätten und können jetzt sagen, dass wir jedem Patienten eine suffiziente Behandlung entsprechend haben zukommen lassen. Suffizient heißt eben, dass jeder Patient so behandelt werden konnte. Wir haben leider auch Patienten verloren, aber das ist bei dieser Erkrankung, bei der Menge der Patienten leider auch ein Teil dieser Pandemie. Derzeit befinden wir uns in der glücklichen Situation, dass wir seit 3 Wochen keine positiven Covid-Patienten mehr in unserem Haus haben. Das heißt, für Sie als Patient, der sich uns anvertraut, ist es ohne weiteres möglich, jetzt die Kapazitäten, die wieder frei geworden sind, mehr zu nutzen, um eben Eingriffe durchführen zu lassen oder eine Diagnostik durchführen zu lassen, die durch die Corona-Pandemie eben entsprechend verschoben worden ist. Weiterhin sind wir in unserem Vier-Phasen-Plan. Das heißt, wir haben jetzt nur in die erste Phase wieder zurückgeschaltet. Das heißt, wir bieten immer noch die Möglichkeit, jederzeit Corona-Patienten zu behandeln. Wir testen auch noch alle stationären Patienten, um ein Ausbruchsgeschehen wie in Gütersloh jetzt aktuell zu erkennen, falls es sich eben in unserem Krankenhausbereich eben auch ausweiten sollte, um dann eben entsprechend auch wieder eventuell mit stärkeren Maßnahmen entsprechend reagieren zu können. Dementsprechend haben wir uns entschlossen, die Besucherregelung weiter aufrechtzuerhalten. Wir testen sowieso jeden stationären Patient, egal ob Notfall oder Patient, der eben einen Wahleingriff macht, um eben ihnen auch die Sicherheit zu geben, dass wir ein Ausbruchsgeschehen, falls es vorkommen sollte, frühzeitig zu erkennen und sie dann eben entsprechend behandeln zu können. Im schlimmsten Fall eben auch wieder stärkere Maßnahmen vorzunehmen und eben wieder Bereiche zu schließen, die wir jetzt in den letzten Wochen haben öffnen können. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir die Situation unter Kontrolle mit unseren Maßnahmen und Sie können sich vertrauensvoll an unser Krankenhaus wenden, um sich weiter bei uns behandeln zu lassen. Die Besucherregelung ist, das weiß ich, ist sehr gewünscht von unseren Patienten und den Angehörigen. Zurzeit haben wir aber noch ein Besuchsverbot und wir wollen auch erst schauen, wie sich die Situation durch diesen sehr starken Ausbruch eben in Gütersloh und Warendorf auf unsere Bezirke mit ausweitet. Falls wir positiv neue Befunde bekommen sollten, würden wir das Besuchsverbot eben entsprechend eventuell verlängern. Ansonsten wird wöchentlich eine Krisensitzung darüber entscheiden, wie weitere Öffnungen eben vorgenommen werden können. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, was Sie in unser Unternehmen setzen und hoffe, dass Sie sich weiter gut bei uns behandelt fühlen.